Wir können Innovationen in der Form fördern, dass wir die richtigen aktuellen Themen identifizieren und dann die entsprechenden Teilnehmer aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Technologien zusammenführen. Denn in der Regel entstehen Innovationen durch die Kombination von Wissen und nicht alleine durch das tiefe Arbeiten in einer Fachdisziplin. Bayern Innovativ betreut 5 Cluster und ich denke, all diese Cluster sind gut unterwegs. Und wenn ein Cluster einen derartigen Kongress wie heute organisiert, dann dürfen sie nicht zu den schlechtesten zählen. Die wichtigsten Ziele vom Cluster Logistik sind eben auch wie bei den anderen Clustern die Bestrebungen, durch Vernetzung in Bayern zusätzliche regionale Wertschöpfung zu schaffen. Und im Cluster Logistik ist das eine besondere Herausforderung. Logistik ist sehr, sehr vielfältig, ist sehr spezifisch, sehr individuell, ist sehr nahe angesiedelt an der Produktion, also unmittelbar an der Wertschöpfung. Das heißt, unsere Zielsetzung ist, ganz vertieft die richtigen Partner zusammenzuführen, sie zu unterstützen, Verbundprojekte anzugehen, neue Lösungen anzustreben unter Einbindung wissenschaftlicher Institute. Wenn Sie dann auch noch einen Förderantrag stellen wollen, dann werden Sie auch noch begleitet. Wenn wir das Projektmanagement übernehmen sollen, werden Sie auch noch begleitet, wenn Sie so wollen, von Anfang bis zum Ende.